Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dicens für Program. Beim letzten Mal waren wir auf dem Lava-Planeten und haben unsere EMP-Cannons aufgestellt, damit wir mit die Dicens für so ein bisschen beschleunigt bauen können. Und da schauen wir doch jetzt mal rein, ne? Nochmal mal small. Dann sieht das hier so aus. Okay, ich wollte auch mir hier so ein bisschen zumindest eine Dings bauen. So eine kleine, wie soll ich sagen, so ein kleines Dings machen hier. Dings. Und damit meine ich Blueprint. So. Eigentlich soweit, ja. Use now. Mal sehen. Kann man jetzt rüberklicken? Geht das? Geht das so hier? Nee. Nee, hier geht das so wie. Oh. Kann ich das vielleicht hier irgendwie machen? Das nervt mich jetzt hier schon wieder. Ich hab's ja auch beschissen gebaut. Und ich brauche eigentlich Soil. Wie kriege ich Soil? Hier ist halt alles. 34k. Hier kriege ich Soil. So, und dann versuche ich mal. Hier vielleicht so ein paar zu bauen. Was ist jetzt? Jetzt fehlt mir wieder Zoll. Ne, jetzt fehlen mir Sachen nicht. Dreh durch. Okay, ich muss eh nochmal zurück. Weil ich noch ein paar von diesen Dings brauche hier. Oder ich baue mal diesen einen Blueprint auf dem Pool auf. Oh, Deuterium ist offensichtlich voll. Ja, okay. Würde mich mal interessieren, da Deuterium jetzt voll ist. Ist jetzt Carbon das Problem? Leute, wir haben das nämlich so gebaut. Ne? Das müsste ja jetzt eigentlich alles locker funktionieren. Die Dinger sind hier am Launchen. Eigentlich alles soweit fein. Was ist hier los? Nein! Super Magnetic Rings! Jetzt, oh nee! Wie viel brauchen wir denn von denen jetzt noch? Dreh durch. Ich dreh durch. Okay, da müssen wir kurz mal in den Dings reingehen, in den Calculator. So, da sind wir. Ich brauche. Was hat er hier? 12 von diesen Rockets, ne? 12 pro Sekunde. So. Flow. Ne, List. Settings. Die müssen wir wieder mal machen. Es ist immer der gleiche. Scheiß. Okay. Gut, Mining Speed irgendwie 150% oder so. Okay. Wie viel brauchen wir denn von den 24? 48 von diesen Dingern. 64 davon, 128 davon, 64 davon. Alter Schwede, ja, okay. Das ist eine Menge. Das werde ich hier niemals bauen können. In erster Linie brauche ich für die Magnetic Rings, glaube ich, eigentlich nur. Eisen. Die Dinger. Kupfer. Ja, Eisen und Kupfer halt, ne? Logischerweise. Hey, hey, hey. Okay. Wir gucken mal, wo wir das hier im Sonnensystem aufbauen können. Eisen und Kupfer. Wie sieht es hier auf Rescher 4 aus? Copper 600.000, Iron so. Ah, ist nicht so nice. Ja, Rescher 1 ist auf jeden Fall der gute Planet, um das zu tun. Denn wenn wir das mal auf Rescher 1 machen, ja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dadurch geht das hier natürlich auch nicht mit den Dingen. Es ist halt alles okay. Ist wie es ist, müssen wir ran, aber erstmal in die Mall. Super Magnetic Rings. Ich wusste, dass das irgendwann, ja. Die hatte ich ganz, ganz verdrängt, Leute. Ganz und gar verdrängt. So, damit das wieder alles läuft, brauchen wir natürlich erstmal so ein bisschen Sachen. Das hier, Eisen, ne? Droppe ich mal rein. Oh, die schieben hier ganz schön viel Eisen. Eisenproduktion. Oh mein Gott, dann hier jetzt hier mal. Dass mal alles wegkommt jetzt hier aus meinem Inventar. Ich habe auch keine Lust, das eigentlich immer alles zu löschen. Aber ich habe gern ein sauberes Inventar. Okay. Sagte er mit dem Löschen. Macht jetzt hier gleich. So viel Kram, was ich hier nicht benötige. Ist leider so. Okay. Ist so, brauchen wir leider so viele. Die hier. Leider weg. Von denen. Planetary Logistics haben wir eine Menge. 10 von den großen. Das passt auch. Die Dinger haben wir auch. Miner haben wir. 50. Von denen haben wir 100, 200, 300. Okay. Von den Dingern haben wir auch genug. Von den Dingern auch. Sieht eigentlich soweit gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen mehr von den sag schnell, von den Herstellungs, von diesen Produktions, von den Factories. Das machen wir mal vollkommen. Dann können die hier nämlich auch voll werden und so weiter und dann funktioniert das auch. Oh. Also, mein Glück. Boah, ich dachte schon jetzt. Wir haben nichts mehr von denen da. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3000. Und von denen auch nochmal. So, jetzt muss ich aber doch ein bisschen gucken. Von denen brauche ich auf gar keinen Fall so viel. Hier, zack, zack. Na gut, vielleicht. Und so, das. Diese Turbinen hier, Windturbinen, weg. Kein Mensch. Das ist alles fein, das ist auch alles fein. Ich brauche auf jeden Fall noch mal ein bisschen was von diesen kleinen Leuten hier. Von kleinen Leuten. Drohnen. Jo. So, hier kommen die rein und hier kommen so, das haben wir auch. Okay. Ich wollte aber erst noch mal kurz Lavaplanet, damit die Dyson Sphere hier. Oh, guckt es an. Da wird jetzt ordentlich. Ja. Okay. Wir haben wieder fast 6000 in dem Dings und die brauchen auch eine Stunde, bis die tatsächlich fliegen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Lava-Planeten und machen dort die Super Magnetic Ring Produktion. Tja, siehst du, und schon hat sich das erledigt mit der Aufgabe heute. Rescher 1 is the name of the game. Ja? Moin. So, ah ja, wir müssen ja eh hier hin. Okay.
So, als erstes werden wir uns mal eine geeignete Base suchen. So. Ist ja hier, ist ja alles entspannt. Es kann auch ruhig, vielleicht sollte ich das auf jeden Fall auf der Schattenseite machen. Okay, hier lief was nicht. Okay, Kupfer haben wir hier auf jeden Fall. Das wird ja sehr... Ja, okay. Dann fangen wir mal an. Wie viel von diesen Dingern brauchen wir? Das sieht hier alles gut aus. Ich würde hier nochmal kurz einmal rein. Oh, ich habe... Ja, das reicht eigentlich. Okay, wir fangen hier an. Wir brauchen... Zahnräder. Und 64 von den Dingern, die Zahnräder machen. Okay. So, da ist Nordpol, da ist Südpol, dann ist das hier Äquator. So. Jetzt brauche ich hier echt eine ordentliche Ebene, wo mal nix ist. Hier ist es ist natürlich voll hier mit diesem ganzen. Jetzt ist hier auch schon wieder die Sonne, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier so in die Richtung. Ja, dann machen wir das hier. Ist okay. Wir fangen an. Wir müssen erstmal Eisen schmelzen. Wie viel? So, also. Ja, wir sind jetzt schon bei den Dingern. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen von den Dingern und zwar 24 die Sekunde. Siehst du, zum Glück steht das ja da. 24. Und jetzt sehen wir auch gleich, wie viel wir brauchen. 396 Arkschmelter. Ey, nee. Wenn ich die auf die Plains smelter, dann sind es 198. Ey, nee. Wir sind jetzt in solchen Gegenden, wir brauchen, nee. Okay, Freunde. Also, Arkschmelter, die Dinger hier, die etwas geileren, nee, die Planesmelter, die brauchen Unipolar Magnets. Unipolar Magnets gibt es meist bei schwarzen Löchern oder bei Neutronensternen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal... Irgendwo in der Nähe brauchen wir so einen Unipolar Magnets. Findest du eigentlich nicht? So einfach. Ich meine, du hast hier überall eine Menge Stuff, ne? Aber du brauchst eigentlich hier so eine Lambda irgendwas. Hier, das da. Das ist Neutrons Unipolar Magnets, genau. NTR, hier. Neutroni. Na, und den schauen wir uns mal an. Neutroni 1. Und da gibt es das raus. So. Den müssen wir uns mal pinnen. Und dann müssen wir da leider mal hin. Und das, liebe Leute, mit ordentlich Zeit pressen. Okay, bevor ich das mache, werde ich, glaube ich, erst nochmal zurück zu meinem Rasher 3, weil das ist eine recht lange Reise. Und Unipolar Magnets, die sind eigentlich auch ganz geil. Aus denen kannst du nämlich auch was anderes machen. Irgendwas Geiles.
Ja, Particle Container. Richtig easy. Nicht hier Kasimikristall, nee, hier nicht hier irgendwie, was weiß ich, Turbin und Graphen, sondern einfach die Dinger und ein bisschen Kupfer. Hammer nice. So, was ich mir jetzt aber gönne, ist Antimatter Fuel Rods. Davon sollen wir ja eigentlich hier ein paar haben. Hoffe ich. Jo. Perfekt. Da kommen ja richtig viele rein. Was ich denn mache, erstmal kurz landen. Weil die Dinger, also wenn man jetzt mal kurz guckt, ne? Ich habe jetzt 45,6 Gigajoule. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hier hinlegen kann. Ich muss hier irgendwas mal. Ja, okay. Ich lege sie einfach mal auf den Boden. So, ne, jetzt habe ich hier 0 noch drin und jetzt nehme ich mir mal hier irgendwie so viel. 525, Alter. Jetzt brauche ich noch 9 und die sind einfach nur richtig insane. Perfekt. So, jetzt kann ich das hier saugen. So, die Fuel Rods und so weiter. Ach ja, komm. Fuck it. So, jetzt habe ich die auf jeden Fall auch da drin. Jo, genau. Jetzt habe ich die da. Die Reise ist im Prinzip gesichert. Und jetzt geht's auf Richtung Polar-Dingens hier. Das war mir halt wichtig, dass ich da nicht irgendwann einfach komplett reinscheiße, wenn ich da bin. So. 22,5 für Light Years. Obwohl das geht. ...0,3 Lichtjahre pro Sekunde. Knappe Minute. Aber ziehst du rein, ne? Wie unten auch schon meine Gigajoule runtergehen, ne? Und das ist mit Antimatter, das gegenheizt. Das darfst du nicht vergessen. Und wir haben jetzt 14 Lichtjahre hinter uns. Wir werden da so einen Außenposten bauen müssen. Es nützt nichts. Wir brauchen einen Außenposten. Wahrscheinlich über Solar. Neutroni, vielleicht finden wir auch irgendwann nochmal so ein schwarzes Loch. Okay, wir bremsen schon runter. Neutroni! Das ist Neutroni 1. Wir müssen auch mal landen, damit sich das hier alles wieder auffüllt. Ist hier schon Antimatter? Ich glaube ja. Und jetzt guckst du hier mal. Neutroni, da ist es. Schön, ne? Schön hell alles. Und jetzt müssen wir hier die... Gucken mal, übrigens, die Dinger haben hier auch übelst Titanium, 56 Millionen. Je krasser du am Ende des Universums bist und die Unipolar Magnets eigentlich nur 1,3 Millionen. Deswegen müssen wir die halt einfach komplett nutzen für unsere Planesmelter. Aber hier, ja klar, 5 Millionen. So, und das sind diese Magnete. So.
finde ja das Spiel. Das ist im Prinzip nichts anderes als hier einfach abbauen, ne? Ich mag das halt so, ne? Das ist, also ich denke auch viel zu beschränkt bei mir gefühlt immer. So, du hast ja überall Planeten, weißt du, und was nicht alles. Und ich gammel da in meinem Sonnensystem rum, so, ne? Wenn ich hier die Dinger anfassen würde, ne? 5 Millionen, ey. Die bräuchte ich nie wieder anfassen, die Dinger. Aber natürlich brauche ich entsprechende Sterndinger hier. Iron Veins. Das könnte ich hier eigentlich. Wäre auch schön doof, wenn ich das jetzt hier nicht gleich noch mitnehme, ne? So. Damit reinpacken. So, bitte einmal die unipolaren Magneten und einmal bitte Eisen. Und dann hauen wir die Dinger hier mal rein. Und die. Huch. Die Dinger. Dann. Oh, die Schiffe, ja. Schiffe habe ich. 10, alles klar. Hier bitte auch nur 100. Alright. Soweit, so gut. Jetzt brauchen wir natürlich Strom. Also zum einen könnte man das hier einfach mal so droppen. Dann ist das fertig. Und wenn ich das hier so mache, dann ist das fertig. Wenn ich jetzt hier rauf gucke, wir brauchen 67,3 Megawatt. Natürlich heftig. Problem in diesem Sternsystem ist, das Ding hat eine Luminosity von... Master 0,7. Okay. 0,7. Not so nice. So. Wir machen mal hier Antimatter. Das wird halt... Ja, kann ich bitte was bauen? Danke. Einmal das Ding. So, und das Ding macht wie viel? Ach, ich weiß es doch. 72 Megawatt. Ich mache hier nochmal eins hin. Gut. Ne, hier brauche ich genau 100. Local Demand. So, was ich jetzt hier mache ist, ich nehme hier meine 28 raus und kann die jetzt hier mal so entspannt reinpacken und ihm hier sagen. Aha, das ist auch geil. Das Ding funktioniert nicht. Muss aber gehen. Geht denn das nicht? Zu breit? Okay. Remote Supply, das passt alles. Remote Demand, Remote Demand. Da gar nichts an. Okay, die Dinger werden zumindest geholt. Jetzt
Nur noch die... Naja, die anderen Dinger. Okay, Unipolar Magnets. Man könnte hier echt so viel abgrasen, ne? Ja, nochmal Millionen von Iron. Das muss aber halt auch einmal fertig machen, wenn so ein Planeten halt hier... Na gut, 500.000 Kupfer. Silizium, 18 Millionen. Optical Grating Kristalle, siehst du, das kann ich nochmal mitnehmen. Optical Grating, siehst du, die nehme ich nochmal mit. Das ist wichtig, die müssen, ach guck hier, wie viel hier sind 4 Millionen und wie viel insgesamt? Ja, 4 Millionen, das ist also eine Vein. 4 Millionen, eine Vein. Das ist heftig. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Hopp, hopp. Generation Capacity, alles klar. Supply, und ihm können wir das Ding hier auch nochmal sagen, zack. Local Demand, Remote Supply, perfekt. Okay, dann machen wir uns jetzt mal hier wieder auf den Weg. Oder wollen wir uns noch mal kurz den Neutronenstern angucken? Na, dann machen wir doch mal. Der ist halt mini, ne? Im Vergleich. Das dauert Stunden. Nope. Kannst du mal zurück. Da ist er. Oh, guck mal, ne? Ich werde richtig angezogen. Der Speed geht hoch. Und da ist er. Der ist jetzt auch nicht klein, aber im Vergleich. Der geht halt schon gut ab. Okay. Boy Genius. Heute ist auch Tag der Achievements. So, wieder zurück nach irgendwas. Resha. Ja, und Unipolar Magnets haben wir, und ich habe einfach keine Lust. Ich baue diese Planesmelter. Die brauchen wir halt einfach. Da wollte ich sowieso mal gucken, was brauchen wir denn, um so ein Ding zu bauen, so ein Planesmelter. Unipolar Magnets. So einen normalen Smelter. Frame Material. Okay. Ja. Ist aber krass, dass die Dinger brauchen, ne? Aber gut, Unipolar Magnets, da gibt es halt nicht viele von im Sonnensystem, das ist leider so. Aber, ja, willst du machen, ne?
kannst du halt ein bisschen easy, also das sind ja alles endliche Ressourcen und deswegen würde ich die wahrscheinlich für die Planesmelter nutzen, einfach damit ich ein bisschen chilliger meine ganzen Sachen produzieren kann. Energiemäßig sieht das jetzt hier aber auch schon. Ah ja, hier ist ja Rescher, da sieht man auch schon die Sphäre. Guck es dir an, ey, Wahnsinn. Ich muss aber zu Rescher hier irgendwo hin. Okay, dann werde ich einfach nur kurz meine kleine Mall erweitern. Wie sieht es eigentlich aus? 3,78 Gigawatt schon. Ganz wichtig, damit das da hinten alles läuft, müssen wir die Antimatter Fuel Rods zur Verfügung stellen. Bevor ich sie nämlich vergesse, das wäre nämlich nicht so gut. Ey, achso, das ist Hydrogen, davon haben wir alles sehr viel. Remote Supply, genau. Wie viel kann er jetzt eine Wessel von mir so mitnehmen? Upgrades. Logistic Vessel Warp Speed Carrying Capacity sind 1000. So, und wir wollen ja 100, also sind es mindestens 10%. So, dann machen wir mal Local Storage. Und warten wir mal ab. Oder verbrauchen die halt hier gerade so viel? Nein, ne? Ist auch so süß hier. Sie oh, 47, 46. Eieieiei. Was mache ich denn hier eigentlich? Okay. Von denen. Ja, dann wir müssen echt aufpassen. Wir dürfen nicht zu früh wieder die gesamte Forschung anwerfen, weil ich glaube, sonst Drain hält das nicht aus. Hier waren die Dinger. Na, jetzt haben wir hier schon 10.000 wieder drin. Ich meine, die werden ja alle weggesogen hier. Auch hier, ne? Ja. Aber bei weitem auch noch nicht alle. Weil aktuell auch keiner von den Dingern da kommt. So. Hier, die werden halt auch krass gebaut. Und das ist das, was wir dann ja, verbessern wollen. So, ja, mit den Antimatter, das haben wir soweit drin. Jetzt geht's in die Mall. So, und dann werde ich hier mal so eine kleine 1, 2, 3. Versuche das mal irgendwie hier hinzubringen. Okay, das würde gehen. Production, wir nehmen so ein Ding. Und Planesmelter. Hier noch in der Nähe irgendwas, was wir anzapfen können. Hier nicht. Wird hier einfach nochmal irgendeine große Station, die hier so rumliegt, zweckentfremden. Ja, hier zum Beispiel, ne? Dann machen wir mal die Unipolar Magnets Remote Demand.
Und Local Supply, das passt. Ach ja, hier können wir auch mal ein bisschen reinballern. Warper gerne, 100. Local Demand, dankeschön. Remote Storage. Min Load of Thorns, Min Load of Vessels, passt. Okay. So, dann haben wir das hier. Dann brauchen wir nur noch so eine kleine Station hier. So, dann müssen wir mal gucken, was braucht das Teil. Okay, Frame Materials. Plane Filter. Und Unipolar Magnets. Will ich jetzt hier auch nicht, ne? Bitte nicht zu krass. Hier irgendwie 200, 200, 200. Das war's, Leute, ne? Hier nicht komplett ausflippen. So, hier der erste. Und die Dinger. Okay, dann haben wir die Dinger hier alle. Ist auch krass, ne? Vier Sachen brauchst du. Kommt hier gleich mal so ein großer Kasten hin. So, ich baue die Dinger erstmal bis zum Get-No, Leute. Das ist so. In der Minute, das ist okay. Ich weiß gar nicht, wie lange die stecken. Aber von denen brauche ich jetzt, wenn ich sage, hier Standard ist Plane Smelter. 198 plus. Nee, 414 von den Dingern. Und das sind die Plane Smelter. Würde ich die normalen Dinger nehmen? 800? Ach ja, logischerweise das Doppelte. Nope. Das ist ja völlig wild. Na gut, von denen kann man ruhig mal irgendwie was machen. Weil irgendwie, was brauchen die Dinger? Ganz wenig, ne? 5, 4, 1 von den Dingern, das passt alles. Und hier muss eh irgendwann mal Eisen ordentlich durchkommen, weil aktuell eher nicht so der Fall, wie ich das sehe.
wir hier einfach nochmal so ein Ding hin. Nicht hier auch noch eins hinstellen? Nicht wirklich. Nee, das wird nichts. Okay. Die sind hier echt alle am Reinschwitzen da. Die Dinger werden gebaut. Okay, wie viel haben wir jetzt inzwischen hier hinten? Bei denen? 50, okay. Es geht schon so, ne? Kannst nichts sagen. Okay, wenn das jetzt hier so ist, ne, wir wollten das ja auf dem Lava-Planeten aufbauen. Gucken wir mal, ja. Wir müssen halt anfangen mit 198 Magnetdingern. Das heißt, wir brauchen schon mal 200. Die hauen 8,8 Bells raus. Zu heftig. 8,8 Bells von den Dingern. Ich meine, es ist nicht so, ne, dass wir da jetzt weniger verbrauchen von. Ne, der Input hier sind... Oh, wo ist der Input hier? Ja, 8,8 Bells Input, genau. Und 264, oder? Warte mal, Sources. 18,4 Bells Eisen. Ohr. Das ist auch ganz schön eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ich würde mal, wir brauchen 414 von denen, so. Von denen. Und wie viel Dings müssen wir schmelzen? Nur 144. Nur. Aber krass, ne? Dass man die Dinger jetzt, dass die hier der Standard werden, diese Plane Smelter. Aber immerhin auch gut, dass sie den eingeführt haben. Leute, ich will das jetzt hier nicht so half essen. Deswegen werde ich jetzt abwarten, bis das alles voll ist. Natürlich nicht mit euch, ne? Deswegen an der Stelle heute mal eine etwas kürzere Episode. Aber wir haben Neutronenstern gefunden, fand ich jetzt nicht schlecht. Und beim nächsten Mal geht es dann ans Großprojekt Supermagnetic Rings. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bin jetzt, wenn ihr das seht, morgen fliege ich nach Helsinki. Bin erstmal das Wochenende weg. Da ist Sonntag kein Stream. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Euer Chucky.